I'm Scott Atkins and this is Die Filmseite. Die Filmseite? I'm Scott Atkins and this is Die Filmseite. And I have two movies with Scott Atkins. Hallo liebe Leute, ich bin heute hier beim ersten Shaolin Kempo Club in Eversal. Und ich bin hier, weil ich mich vorbereite auf das Treffen mit Scott Atkins. Scott Atkins kommt am 15. Mai nach Oberhausen zur Filmbörse. Ich freue mich da sehr drauf. Ich habe mit dem Schauspieler, Taekwondo-Kämpfer und Kickboxer letztes Jahr schon sprechen dürfen und da habe ich ja eine verpasst gekriegt von ihm. Er hatte Glück gehabt, weil ich mich noch nicht vorbereitet habe. Dieses Jahr bereite ich mich richtig vor auf ihn. Ja, dann kann er kämpfen, so gut kämpfen können, wie er möchte. Dieses Jahr bin ich vorbereitet und zwar werde ich vorbereitet heute von einem richtigen Shaolin-Meister hier im Shaolin Kempo Club. Hier ist das Logo und ich freue mich sehr, dass der Shaolin-Meister mich vorbereiten will. Hi! Hey. Du bist? Michael, du bist ein echter Shaolin-Meister, richtig? Was heißt echter Shaolin-Meister? Also ich habe schon den Meister gerade im Shaolin-Kempo. Du musst ein bisschen hier hin. So. Aber was heißt echter Shaolin-Meister? Also ich habe schon Meister gerade im Shaolin-Kempo. Also bist du schon Meister? Meister schon. Ja, weißt du schon, ich bin's nicht. Meinst du, du kannst mich hier gut vorbereiten auf Scott Atkins? Scott Atkins, puh. Du hast ihn schon getroffen, ja, du hast schon getroffen. Und trainiert. Ich habe schon mal auf dem Seminar trainiert, ist ein sehr guter Kampfsportler, also da hast du schon was vorgenommen. Aber unmöglich ist er nichts, da können wir ja mal versuchen. Unmöglich ist es nichts. So, bevor wir gleich, wir werden hier gleich natürlich trainieren, so, wobei viel Training brauche ich eigentlich nicht. Ich bin ja schon eine Kampfmaschine, so glaube ich, oder brauche ich da Technik zu? Gute Voraussetzungen hast du, ne? Die Technik, die können wir natürlich mal einspielen. Okay, bevor wir anfangen zu trainieren, erzähl mal was über deinen Verein hier, Shaolin. Shaolin können sich viele wahrscheinlich nicht, oder beziehungsweise ich, wenn ich mir unter Shaolin was vorstelle, das ist ein ganzer Kampffilm. Ja. So, Kung Fu und das ist ja Kung Fu, ne? Also Shaolin Kempo ist schon ein Kung Fu-Stil, allerdings mit Elementen aus dem Karate. Das ist eine Mischung aus dem Chinesischen und aus dem Japanischen. Hier geht es um eine Kampfkunst. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt jemanden kaputt zu schlagen, sondern... Ah, schade. Ja, okay, dann gehe ich ja wieder. Nein, Spaß, okay. Sondern eher darum, mit der Philosophie auch etwas zu lernen und eher dahin zu kommen, dass man nicht mehr kämpfen muss. Ach, dass man nicht mehr kämpfen muss. Also eher so ein Ausgleich wie Yoga ein bisschen. Ja, so kann man es auch nicht sehen. Das ist schon eine Kampfsportart, unter anderem, aber halt nicht aggressiv. Aber das heißt, du hast was drauf. Ich denke schon. Ja, okay, er hat uns gerade interessiert, er ist ja ein Meister. Ich denke, er wird schon was drauf haben. Ja, dann werden wir uns jetzt darauf vorbereiten, beziehungsweise Michael wird mich vorbereiten. Er kann ja schon alles, ich kann noch nichts. Und da werden wir sehen, ob Scott Atkins dieses Jahr sich traut, mir einen zu verpassen. So Leute, ich bin vorbereitet. Ausrüstung habe ich schon, jetzt kann das Training beginnen. Was hast du denn da jetzt gemacht? Also das brauchst du jetzt eigentlich nicht. Ich habe mich vorbereitet jetzt. Wir fangen uns jetzt an zu trainieren, oder Michael? Ja, aber zieh erstmal die Ausrüstung aus. Also das ist jetzt sonst ein bisschen anstrengend für dich. Okay, der Sensei hat gesprochen. Ich bin jetzt bestens vorbereitet worden durch meinen Meister Michael hier. Und zwar bin ich jetzt bereit für den Fight gegen, wie heißt er nochmal? Scott Atkins, merkt ihr den Namen? Genau, gegen Scott Atkins. Ich kann jetzt Scott Atkins herausfordern, dafür, dass er mir letztes Jahr einen Zack gegeben hat, unerwartet. Doch bevor ich gegen Scott Atkins fighten werde, fordere ich meinen Meister heraus. Du willst gegen mich kämpfen? Ja, tanzt mich nicht gegen dich, ne? Okay. So, du hast mir ja ein paar Sachen beigebracht, deswegen bin ich jetzt bereit. Sag mir einfach nur noch, wie man so einen Kampf beginnt. Wie ich dir gezeigt habe, du musst die Decke. Erster!